Hallo und herzlich willkommen bei Matze Zockt Arena. Weiter geht's mit meiner Arena-Runde. Ich spiele aktuell die Magierin, hab bis jetzt schon zwei Niederlagen kassiert, erst einen Sieg und ich hoffe, dass ich doch noch ein paar Runden gewinne. Gold habe ich ja genug, um die nächsten Arena-Runden zu starten. Hab das Gold mir durch Quests geholt. Ich habe übrigens die Aufnahme gerade schon mal gestartet und dann war endlos langer Ladebildschirm und das Spiel hat mich einfach mal rausgeschmissen. Aber jetzt funktioniert es ja. Das Deck ist, glaube ich, scheiße. Ich habe jetzt seit 3 Tagen nicht gespielt. Ich war nicht zu Hause, konnte also somit auch nicht spielen. Ich glaube nicht, dass ich sehr weit kommen werde mit dem Deck, aber ich hoffe es. Das geht ja schon mal einigermaßen. Wenigstens ein Frostblitz, aber leider kein Low Minion Drop auf der Hand. Also kein Minion mit 2 Mana. Oder 1 Mana wäre auch interessant. Oh, okay. Ich nehme alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Da liegt doch schon was. Mal gucken, ob er den mit Claw platt macht. Yep. Das sind dann insgesamt 3 Damage, die er kassiert. Beziehungsweise 4, aber er hat ja noch eine Rüstung. Eine Rüstung und... Ja. Okay, mal gucken. Was ziehe ich? Ah, Glück im Unglück. Das ist echt gut, weil er hat nichts auf dem Feld. Mal gucken, wie er den jetzt vom Board holt. Wenn er jetzt was legt mit 4 Leben, dann habe ich auch immer noch einen Frostblitz, der dann sogar 4 Schaden macht. Wow. Er kassiert noch mehr Schaden. Also hier... Ja, cool. Kann ich den sogar hochwaffen? Das heißt, ich habe weiterhin immer noch den Boni. Okay, er wird dann, glaube ich, mit Zorn dann den wegtöten. Aber er kassiert noch mehr Schaden. Das ist echt gefährlich gegen Magier. Aber er hat nichts auf dem Board dadurch. Er sollte langsam mal was aufs Board bringen. Oder er macht natürlich einen Flächenschaden und haut mir dann das Board clear. Aber weiter rein ins Gesicht. Ist ja jetzt nicht so, dass die Karten schlecht sind, die ich jetzt hier habe. Okay. Ich bin am Überlegen, sollte ich aggressiv weiter vorgehen? Definitiv. Ich versuche es einfach. Klar, ich hätte jetzt auch den 2-4er töten können. Die Gefahr besteht natürlich, dass er den jetzt hochbufft mit dem 4-4er-Buff, wenn er was auf der Hand hat. In der Richtung. Ah, oder ein Sternfeuer. Okay, dann kriege ich den natürlich jetzt nicht gekillt. Aber er kriegt den jetzt hier auch erstmal nicht weg. Er ist also immer noch im Bedrängnis und ich mache weiterhin Schaden. Bereit, mein Herr. Elf. Ja, er könnte natürlich auch sich um 8 HP heilen. Wow, bis. Gibt ihm sogar 4 Rüstung. Nochmal ein Zorn. Alles erstmal nicht so schlimm. Wow, okay, und jetzt? Euch nicht mit Zahner. Könnte ich jetzt tatsächlich schon den Flamestrike machen. Wenn ihr darauf besteht. Und das sind 3 Schaden. Jetzt ist er natürlich unter Druck. Also, wenn ich jetzt Fireball hätte, habe ich leider nicht. Aber ihr müsst davon ausgehen, dass ich einen Feuerball auf der Hand habe. Okay, er cleart das Board und wird dann nochmal sich Rüstung geben. Nein, wow. Spielt extrem risky. Machen wir mal so. Die Münze sollte ich auch langsam mal ausspielen. Die Tore sind geöffnet. Okay. Sheep habe ich aber auch noch.
gibt es keine Rüstung. Card Draw. Manipulator. Das ist... Oh, er bufft. Okay. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Ah, doch. Coole. Nee, es würde nicht reichen. Da fehlt ein Mana. Aber ich kann den hier erstmal nehmen. Das Ganze so machen und erstmal weiterspielen. Die Tore sind geöffnet. Wow, okay. Er versucht jetzt hier echt mit Mühe und Not, dass ich ja nicht mal an ihn rankomme. Vier Schaden, den hier, da ins Gesicht. Sehr schön! Erste Runde gewonnen. Beziehungsweise zweite Runde gewonnen. Von den vier Runden. Episch und orange. Schmeißt du mich jetzt wieder raus? Nee, okay. Vorne hat es nämlich auch sehr lange gedauert und dann stand halt da Verbindung abgebrochen. Krieger! Gegen einen netten Krieger. Okay, Wasserelementar ist super, super stark gegen Krieger. Krieger spielt viel mit Waffe. Darum versuche ich natürlich dann den Krieger bzw. den Charakter dauerhaft eingefroren zu halten. Das wäre die optimalste Lösung, damit, falls er sich, falls er viel mit Waffen spielt, ihm gar nicht die Möglichkeit bietet, mich direkt anzugreifen mit seinem Charakter. Mal schauen, ob es klappt. Da ist natürlich auch Voraussetzung, dass er sich nicht selbst Rüstung gibt. Es sei denn, es wurde schon irgendwie geändert, was ich nicht glaube. Er hat einen Coin, das ist scheiße. Okay. Machen wir das erstmal so. Blöde Hand. Sehr, sehr blöde Hand, die ich hier gerade habe. Okay, er gibt sich nur Rüstung und greift dann einmal an. Das ist gut. Weil dann kriege ich den jetzt vom Bord. Obwohl ich gar nicht zwingen. Na doch, ist besser. Joa. Was jetzt? Okay. Oh, das ist top.
Dass ich den jetzt schon auf der Hand habe, ist echt super. Das heißt, falls er doch jetzt irgendwie eine Waffe legen sollte und mein Wasserelementar wird zerstört, kann ich seine Waffe immerhin noch zerstören. Was jetzt? Er bufft ihn. Ja, und killt das Wasserelementar. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay. Ich mach's mal so rum. Peggle. Ach, scheiße. Peggle haben sie ja verändert. dadurch kriege ich ihn natürlich nicht tot, aber ich kann noch eine zweite Karte ziehen. Gespielt. Sehr schön. Wow. Perfekt. Perfekt getroffen. Haben die geändert? Treffe so erst die Diener und danach den Charakter? Feindliche Charaktere verteilt wird. Ich muss auch zugeben, dadurch, dass ich jetzt 3 Tage nicht gespielt habe, Hearthstone, ich weiß auch aktuell gerade gar nicht mehr, was ich alles in diesem Deck habe. Da muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich mach das mal erstmal so. Ob er den buffen kann oder ob er meinen Spotter wegkommt. Ja, da haben wir schon die Waffe. Wow, er kassiert er aber Schaden. Wenn er jetzt angreift mit den 2 Schaden plus den Drachen. Wow, okay. Ah, damn. Ja, ah, fuck. Wäre besser gewesen, hätte er mich direkt angegriffen. Ich mach das mal so. Ja, mehr kann ich hier nicht wirklich machen gerade, so richtig. Also ich könnte jetzt noch den hier spielen. Frage ist, ob er seinen Drachen opfert. Okay, er opfert ihn. Das soll eine Waffe sein. Der hätte aber auch den opfern können. Das wäre sogar ein bisschen besser gewesen, der Zug. Angreifen tut er nicht. Ja, Leute. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Gerade ist schwer. Der macht jetzt nur noch 1 Schaden. Jetzt. Oh, bei mir wird gerade gebohrt. Ich hoffe, ihr hört das nicht extrem laut. Aber bei mir wird gerade tatsächlich gebohrt. Okay, und die anderen lässt er stehen. Respekt. Mutig, mutig.
Ah, doch. Wenn ihr darauf besteht. Das Coole ist ja, ich kann, wenn ich den durchkrieg, den Turm und Wogen, kann ich den hitten und damit einen Manipulator drauf machen. Das sind dann insgesamt 4x4 Schaden. Das sind 16, wären 16 Schaden direkt ins Gesicht. Ich habe ein riesiges Gewehr. Plus Dings sind 8 Schaden. Der Kriegsgolem. Was jetzt? Geladen und in Sicht. Okay. Ah, fuck it. Bitter, 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 jetzt den tobenden Wurm gegen mich zu haben. Das Licht beschützt mich. Besonders, weil ich ihn jetzt auch noch selbst buffe. Oh, der tobende Wurm ist scheiße gerade. Ja, es tut mir, Leute, ehrlich gesagt leid, dass hier gerade gebohrt wird im Haushalt, falls ihr es hören solltet. Ich habe gerade nicht damit gerechnet. Boah, jetzt gibt's richtig bösen Schaden, ey. Das ist echt Pech für mich. Aber wenn er mich in der Runde noch nicht ausnocken kann, könnte das doch noch für mich vom Vorteil werden. Wenn er den tobenden Wogen jetzt am Leben lässt. Nein! Warum denn nur? Verdammt. Ja, klippen, klar. Muss ich machen. Das Angeln ist mein Leben. Mal gucken, was er noch auf der Hand hat. Ob er jetzt schon die letzten 3 Schaden noch machen kann. Hätte er den Turm den Wurm am Leben gelassen, hätte ich den übernommen. Okay, was hat er noch gezogen? Drei Leben noch. Fuck, was ziehe ich noch? Nice. Den da, das da, den da. Und hoffen, dass ich überlebe. Bitte mache keinen 3 Schaden. Ihr könnt nicht. Okay. Ich brauche einen Spotter. Irgendwas oder ein bisschen Heiler, aber. Flamestrike. Wie viel. Warte mal, wie viel Schaden haben wir denn jetzt hier? 3. 10. 23 Schaden würde nicht ausreichen. Ich kill ihn trotzdem. Würde nicht. Noch nicht ausreichen. Okay, noch eine Runde überleben. Komm schon. Oh mein Gott. Werde ich die Runde überleben? Aber wie ich mein Glück kenne, macht er mir jetzt die Schaden. Nee. Nee, doch nicht.
Doch, er hat noch eine Karte gezogen. Noch ein Sport. Okay, das war's aber auch. Das war es aber auch. Ganz knappes Ding, ganz knappes Ding. Yay! Weiter geht's. Ja Leute, verzweifelt auf der Suche nach einem Gegner hat sich das Spiel jetzt mittlerweile schon zweimal aufgehangen. Ich hoffe, jetzt klappt's. Wäre echt toll, dass ich noch einen Gegner finde. Oder gibt's hier keinen Gegner mehr in meiner Schwierigkeitsgradstufe? Schon ein bisschen blöd mit einer Aufnahme, wenn ich keine Gegner mehr finde. Aber auch... Oh nein, diesmal hat's funktioniert. Ich wollte gerade schon sagen. Droide. Tibbats. Yeti Frostblitz behalte ich auf der Hand. Den Yeti schmeiße ich mal weg. Ich hoffe, dass ich hier noch einen Lowdrop bekomme. Nee, fuck. Blutelfenklerikerin als Irli ist schon mal kacke, wenn ich nichts anderes habe, was ich schon vorher aufs Board bringen kann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er darf nichts legen. Bitte lege nichts. Er legt. Er legt schon mal einen Coin und spielt einen blöden... Was spielt er denn? Boah, Moloch, okay. Ist verkraftbar. Kann man wegpingen. Dafür opfer ich jetzt hier noch nicht eine Karte. Da auch nicht schlecht, Messer-Jongleur gezogen. Boah, gut. Zwei Damage kassiert, alles. Alles noch im Rahmen. Guck mal, hier kann ich sogar was legen noch. Das ist sogar richtig genial. Weggepinkt und weg. Mal gucken, ob er jetzt auch nur seine Klaue spielt, um mein Monster vom Board zu holen. Oder ob er was legen wird. Cool ist natürlich jetzt das hier, ne? Hier ist natürlich extrem guter Kombo-Bedarf mittlerweile jetzt in der vierten Runde. Das ist echt auch wieder gut. Top! Die Frage ist, was mache ich? Ich kann das jetzt so machen. Und ihn jetzt auch einfrieren, sicherheitshalber. Damit er den nicht angreift. Das mache ich auch. Und mach weiter. Weil jetzt kann er mich nicht mit seiner Klaue schon mal angreifen. Das heißt, sämtliche Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass er jetzt direkt angreift, sind schon mal raus. Gut, er könnte jetzt auch hier einen Hüter des Heins spielen. Macht er aber nicht. Okay, ich mach das jetzt aber, mal gut, man hätte ihn buffen können, aber... Ach, das wäre doch viel besser gewesen, das war jetzt... Okay, geht auch so, das ist, war Schwein. Also ich hätte auch die Blutelfenklerikerin spielen können, den Hochbuffen einmal angreifen und dann mit dem Feuerschlag den töten können, aber so ist das sogar noch besser. Jetzt habe ich anstatt ein Monster, also die Blutelfenklerikerin hat ja überlebt, habe ich sogar zwei Monster auf dem Board liegen. Und er hat nichts auf dem Board liegen. Noch nicht. Okay. Einmal Kranken weg. Und dann noch so ein Spaßvogel. Ganz klarer Zug. Einmal Ping. Der muss ausgespielt werden, um die Heldenfähigkeit vom Gegner unter Kontrolle zu kriegen. Geladen und entsichert. Okay.
Also gegen Druide ist, wie gesagt, Wasserelementar eine extrem starke Karte. Ah, er macht's mir aber jetzt auch beschissen. Okay, dann mach ich das so. Kill ich den. Spiele noch ein Spotter. Oder lieber ziehe ich noch eine Karte? Ich ziehe lieber noch eine Karte. Ah, okay. Cool. Hier kann ich Kobold-Geomant spielen und Arkane Geschosse. Beziehungsweise, ich kann ja sogar dann, wenn ich das noch ein bisschen behalte, könnte ich sogar Azurblauen Drachen, Kobold-Geomant und Arkane Geschosse spielen. Das kostet mich... Nee, das kostet mich ja nur 8 Mana. Wow. Okay, Silence. Gut. Bleibt erstmal so. Ist nicht schlecht. Jetzt auf Ansturm. Gut. Das spiele ich, glaube ich, auch. Aber der stirbt ja dann dadurch. Der würde nicht sterben, wenn ich den hier spielen würde. Hoffentlich hat er, fängt er jetzt nicht an, irgendwelche 8-8 Spotter rauszuhauen oder 10-5 Spotter. Oh, das ist akzeptabel. Auch vollkommen okay. So, was will er machen? Was greift er an? Interessiert erstmal nicht. Greife ich einmal an. Spiele den hier. Spiele noch den hier oben drauf. Und mache jetzt mal den hier. Schade. War natürlich cool, ne? Dass hier 5 Geschosse rauskamen. Durch 2x Zauberbonus. Seid ihr für das hier bereit? Okay. So, mehr hat er erstmal nicht auf dem Board. So. Vielleicht noch den hier oder den. Dann lieber Peggle. Zwei Karten auf der Hand. Boah, er zieht. Oder? Ja. Das ist gut. Also, ja, gut, klar, er hat jetzt wieder Karten auf der Hand, aber. Ah, er gibt nochmal Spott. Schieb jetzt. Klasse. Fuck you! Okay. Dann mein Card Draw weg. Nice. Nice. Okay, für was entscheide ich mich denn jetzt hier? Die Tore sind geöffnet. Den hier? Ja. Selbstverständlich. Boah, Schwein gehabt. Ja, an sich erstmal wirklich extrem viel Schwein gehabt. Jetzt darf er keinen Prankenhieb auf der Hand haben. Okay, der ist weg.
Der ist weg, genau. Wow, er nimmt den Schaden auf sich. Respekt. Okay, dann machen wir das so. Hier ping ich mal einmal an schon mal. Und dann spiele ich noch die beiden aus. Bin, hab an sich einen schönen Vorteil erstmal auf dem Board. Also wenn er den tobenden Wogen nicht wegkriegt, dann wird es schon schwer für ihn noch zu gewinnen. Okay, ist erstmal egal. Okay. Yes! Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Ja, Leute, das war's wieder mit der Arena. Dreimal hintereinander gewonnen. Super, jetzt von 1-2 auf 4-2 hochgegangen. Und ja, ich hoffe, die Runden haben euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da. Schreibt was in die Kommentarzeile. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer MatzeGen. Wir sehen uns auf dem Livestream. Bis dann.